Aus den USA wird wieder ein gigantischer Hackerangriff gemeldet. Betroffen sind bis zu 143 Millionen Menschen, Kunden des US-Finanzdienstleisters Equifax. Sensible persönliche Daten, Führerscheinnummern und Kreditkarteninformationen, alles gehackt. Sina Meinitz, wie groß ist der Schaden? Gigantisch, das zumindest sagen Sicherheitsexperten. Das Unternehmen wertet Finanzdaten von Kunden aus, die einen Kredit aufnehmen wollen. Die Kombination der erbeuteten Daten ermöglicht Betrügern jetzt zum Beispiel Mobilfunkverträge abzuschließen oder Kredite in fremden Namen aufzunehmen. Über 40% der Amerikaner sind betroffen. Der finanzielle Schaden bei den Kunden ist noch nicht absehbar. Die Aktie von Equifax hat heute jedenfalls schon 14% eingebüßt, Ende offen. Ebenfalls offen ist, wie auf den drohenden Vertrauensverlust seitens der Kunden reagiert wird. Bemerkt wurde der Cyberangriff bereits Ende Juli, doch erst jetzt kam er heraus. Der Vorfall mit den gehackten Daten ist für das US-Unternehmen besonders unangenehm, weil Equifax seinen Kunden selbst Produkte gegen Daten- und Identitätsdiebstahl durch Hacker anbietet und nun selbst zum Opfer wurde. Danke Ihnen nach Frankfurt.